Toiletten haben in Games selten einen wirklichen Zweck, wenn ihr nicht gerade eingefleischte Sims-Spieler seid. Dass wir die Spülung betätigen können oder das Waschbecken benutzen, soll uns stattdessen vielmehr den glaubhaften Eindruck vermitteln, dass wir völlige Kontrolle über unsere Spielfigur haben und mit der Spielwelt interagieren können. Deshalb vergisst wohl niemand ihre oder seine erste Videospieltoilette, bei der die Spülung wirklich funktioniert hat. Übrigens, wer sich dieses Video auf Toilette anguckt, darf natürlich gerne gleich mal ein Like da lassen. Es stimmt wirklich, deine erste Toilette in einem Videospiel vergisst du nie. Und wenn du schon ein bisschen älter bist, so wie wir bei Dr. Freud, dann hast du auch mal ein großes Geschäft auf der Duke Nukem 3D-Toilette verrichtet. Und mit einem großen Geschäft meinen wir in dem Fall einem Alien den Kopf wegballern. Denn aus damaliger Sicht war das richtig geil inszeniert. Man kommt in die Toilette rein, sieht ein Alien vor sich und will es natürlich gleich zur Strecke bringen. Aber dann sieht man, dass man in Wirklichkeit in einem Spiegel ist. Und glaubt man's oder glaubt man's nicht, Spiegel waren in Videogames mal eine völlig mindblowing Sache. Naja, und eine andere Sache, die im wahrsten Sinne des Wortes mindblowing ist. Eine Kugel im Kopf vom guten alten Duke für das Alien. Und durch die Wasserfontäne, die dann aus dem Klo schoss, konnte man sich auch noch herrlich verlorene Lebensenergie zurückholen. Was inzwischen Standard in Games ist, war damals noch wie ein riesiger Abenteuerspielplatz mit schier ungeahnten Möglichkeiten. Man konnte die Toilettentüren öffnen, die Toiletten benutzen und sogar das Waschbecken. Das war genau das, was man 1996 sich unter Komplexität in Videospielen verstanden hat. Seitdem haben sich Games enorm weiterentwickelt. Und was würde das besser demonstrieren als der hochklappbare Toilettensitz in The Last of Us 2? Die Toilette in Portal sieht aus wie der feuchte Traum von einem futuristischen Innenausstatter, der auf seinem Tinder-Profil so freche Sprüche wie "Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht" und "Denke nicht an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast" stehen hat. Steril und stilvoll steht der Porzellanthron vor uns und lädt zum stundenlangen Verweilen ein. Wäre da nicht diese nervige KI namens GLaDOS, die uns leider lieber tot sehen will. Aber davon abgesehen kann Portal doch gar keine Dystopie sein, wenn es dort eine so wunderbare Toilette gibt. Schade, dass es in diesem Spiel kein Smartphone gibt, sonst würde man trotz Todesgefahr durch durchgeknallte Computerintelligenz noch ein bisschen auf der beruhigend kühlen Klobrille chillen. Und wenn ihr auch immer auf Toilette Instagram, TikTok und YouTube checkt, dann gehört ihr übrigens zur überwiegenden Mehrheit. Bei einer Umfrage zur Handynutzung auf Toiletten in Deutschland antworteten schon 2015 78,2% der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren, dass ihr Handy natürlich mit am Start ist. Ganz große Profis sind auch die Typen am Pissoir, die mit einer Hand am Smartphone sind und mit der anderen Hand an... Naja, ihr wisst schon wo. Sprichwörtlich wird eine Toilette auch als der Ort bezeichnet, zu dem sogar der Kaiser zu Fuß hingeht. Und selbst unser beliebtester Geheimagent im Dienste seiner Majestät muss mal aufs Klo. Allerdings natürlich nur, um da ein paar Gegner umzunieten und um Munition aufzusammeln. Ich meine, wer kennt es nicht aus dem täglichen Leben, dass auf den öffentlichen Toiletten dringend benötigte Munition rumliegt? Dafür gibt es bei GoldenEye 007 kein Toilettenpapier. Aber irgendeinen Kompromiss muss man ja immer machen. Und James Bond ist ja auch bekannt dafür, dass er kein Problem damit hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Knapp 3 Milliarden Rollen Toilettenpapier wandern übrigens erst über deutsche Ärsche und dann rein in die Toilette. Das sind rund 18 Kilo Toilettenpapier. Aber immerhin Papier, denn bis dahin war es ein langer Weg, der unter anderem auch über Maiskolben, Sand und Stöcke führte. Wir können also froh sein, dass wir uns jetzt auf Papier geeinigt haben. Ganze 6 Monate im Leben verbringen die und der Durchschnittsdeutsche rein statistisch betrachtet auf Toilette. Und vermutlich auch genauso viel Zeit mit die Sims. Deshalb kann es nichts anderes als göttliche Fügung sein, dass eine Toilette das erste Objekt war, das für Sims-Universum kreiert wurde. Erste Tests mit Fokusgruppen liefen dann aber auch auf das Ergebnis hinaus, dass Sims intern als das Toilettenspiel bezeichnet wurde. Bis es Will Wright, dem kreativen Mastermind hinter die Sims, endlich gelang, seine Vision deutlicher zu machen. Oder gerade deshalb spielen Toiletten weiterhin eine große Rolle und haben sich von Version zu Version immer weiterentwickelt. Besonders bequem scheinen die auch zu sein, oder auf der Toilette sitzen ist immer noch besser als stehen, denn in Sims 3 setzen sich eure Sims auf den Porzellanthron, wenn keine anderen Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Wir sind schon gespannt, ob die sprechende Toilette in die Sims 4 Großstadtleben schon das Ende der Toilettenevolution ist oder ob EA da noch mehr feuchte Kachelträume wahrmachen wird. Und in welches Spiel hat sich jemals ein Bug geschlichen, bei dem eure Spielfigur auf einmal Feuer pinkelt?
Wer sagt eigentlich, dass eine Toilette ein geschlossener Raum sein muss, in dem idealerweise auch noch eine Kloschüssel oder ein Pissoir steht? Der hat vielleicht einfach nur zu wenig Fantasie oder zu wenig destruktive Energie in sich. Aber für solche Fälle ist auf Reddit immer Verlass, denn in Death Stranding wurde die Haustür von Conan O'Brien einfach zum Freilufturinal umgewandelt. Gut erkennbar an den ganzen Pilzen, die dort wachsen. Dieser bizarre Gag ging sogar so weit, dass ein Hier bitte nicht hinpinkeln Schild aufgestellt wurde von einem der Community-Mitglieder. Was für uns völlige Normalität ist, ist für Milliarden von Menschen weltweit ein unvorstellbarer Luxus. Eine eigene Toilette. Nach wie vor fehlt einem Großteil der Weltbevölkerung der Zugang zu Sanitäreinrichtungen, bei denen zumindest ein Mindestmaß an Hygiene herrscht. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 4,2 Milliarden Menschen weltweit ohne sichere Sanitärversorgung leben. Jedes Jahr sterben rund 400.000 Menschen durch mangelnde hygienische Bedingungen und durch Krankheiten, die von menschlichen Ausscheidungen übertragen werden. Bei Animal Crossing New Horizons könnt ihr nicht nur mit den richtigen Rübenpreisen ein großes Geschäft machen, sondern auch direkt auf eurer Toilette. Und ja, wir haben schon ein großes Geschäft-Gag gemacht, aber er bietet sich halt auch immer wieder an. Denn wenn ihr euch in Animal Crossing Obst reinballert, dann kriegt ihr einen Buff und habt besonders viel Kraft, um Bäume umzuhauen oder Steine zu zertrümmern. Aber was tun, um diese gigantische Leistungsfähigkeit wieder zu senken? Die Lösung ist einfach. Ihr entlasst das Obst wieder in die Freiheit, indem ihr euch auf euer stilles Örtchen zurückzieht. So still bleibt es da dann allerdings nicht, weil es für jede verspeiste Frucht ein putziges Plopp-Geräusch gibt. Währenddessen könnt ihr seelenruhig euer toll eingerichtetes Badezimmer anschauen und danach auf keinen Fall Hände waschen vergessen. 7% aller Bundesbürger waschen sich übrigens nicht die Hände, wenn sie von der Toilette kommen. Die Zahl haben wir jetzt nicht gerade erfunden, sondern die stammt tatsächlich aus einer repräsentativen Umfrage der Hochschule Heidelberg. Holy shit! Kondome, Zigarettenkippen, Tampons, Essensreste, Medikamente, Feuchttücher. Eigentlich gehört nichts in die Toilette, was nicht direkt aus eurem Körper kommt. Denn das führt sonst zu Verstopfung. Also bei der Toilette, nicht bei euch. Keine Panik. Und wenn ihr denkt, dass die paar Essensreste schon nicht so wild sind, dann seid gewarnt. Denn erstens können sie Ratten anlocken und zweitens hat mal ein 64 Meter langer Fettberg die Kanalisation in einer englischen Kleinstadt verstopft. Es hat dann rund 8 Wochen gedauert, bis dieses Monstrum beseitigt war. Übrigens, kleiner Tipp von mir an dieser Stelle, schaut euch bitte niemals Videos dazu an. Das ist furchtbar widerlich und ein absolutes Brechreizmittel. Bis die berühmt-berüchtigte Kartoffel in Bioshock Infinite beseitigt ist, dauert es im wahrsten Sinne des Wortes nur ein bisschen, ne? Kapiert ihr? Ein bisschen. Ja, okay. Der Gag ist nicht besonders mega, aber lasst uns lieber mal darüber reden, dass ihr bei einem der besten Spiele aller Zeiten allen Ernstes eine Kartoffel aus dem Klo essen könnt. Auf den ersten Blick sieht die Kartoffel auch eher nach einer Kackwurst aus, was die ganze Angelegenheit noch weniger schmackhaft macht, aber einfach Augen zu und durch. Press F to pay respect für alle, die Quadrat gepresst haben, um sich die Klokartoffel reinzuballern. Streng genommen geht's hier nicht um die Toilette an sich, sondern nur um eine Kloschüssel, aber wir wollten unbedingt noch den Funfact unterbringen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung auf Toilette bei 1 zu 10.000 liegt und bei Half-Life 2 bei 1 zu 1, wenn ihr ein Trophy Hunter seid. Denn wenn es euch gelingt, einen Gegner mit einer Toilettenschüssel zu erschlagen, dann erhaltet ihr eine Trophäe mit dem wunderschönen Namen Flushed. Und schlechte Nachrichten für den erschlagenen Gegner haben wir auch noch. Wie das Sozialgericht Heilbronn entschieden hat, sind Unfälle auf der Toilette keine Arbeitsunfälle. Fälle, weil der Toilettengang grundsätzlich privater Natur ist. Das gilt übrigens auch, wenn man in der Kantine auf Salatsoße ausrutscht, wie das Sozialgericht Heilbronn in einem anderen Fall entschied. Und sobald wir die dazugehörigen Videos gefunden haben, gibt es auch noch ein Nerd-Ranking mit den Top 10 Urteilen, bei denen das Sozialgericht Heilbronn Pechvögeln einfach mal den Mittelfinger gezeigt hat. Klingt doch nach einer guten Idee. Der ehemalige Fußballnationalspieler Mario Gomez geht übrigens immer ganz links außen ans Pissoir. Er weiß zwar selbst, dass das natürlich nichts bringt und bloß Aberglaube ist, aber wie er selbst sagt, wenn ich es mal nicht mache und wir verlieren, dann würde ich die ganze Zeit denken, vielleicht lag's ja daran. An irgendwelchem absurden Aberglauben liegt es bei Yakuza Zero auf jeden Fall nicht, dass einer der Yakuza mit seinem Gesicht direkt im Pissoir landet. Und ob es ganz links außen steht oder nicht, ist auch komplett egal. Denn Toilettenfights sind immer ein Highlight. Ganz gleich, ob in Mission Impossible Fallout oder hier bei Yakuza Zero. In Half-Life 2 haben wir ja schon erlebt, dass Kloschüsseln auch als Waffen genutzt werden können und hier gibt es einen stürmischen Kuss fürs Pissoir, bevor es durchs Fenster nach draußen geht. Denn Lüften ist immer wichtig, wenn man auf Toilette war. Wie viel Kraft jemand wohl haben muss, um eine Person aus dem Fenster zu kicken und dann auch noch selbst fast rauszufliegen? Aber solche Kleinigkeiten wie Logik oder physikalische Gesetze gelten für Yakuza nicht.
In Silent Hill 2 wird der Running Gag gestartet, dass ihr eure Hand in etwas Ekelhaftes reinstecken müsst. Und richtig, alles geht mit einer Toilette los. Das Grauen erwartet euch in Zimmer 203, aber immerhin gibt's als Belohnung den Code für einen Safe, wenn ihr eure Hand in die Toilette steckt. Besser wird's in Silent Hill 3, wo ihr die Protagonistin auch dazu bringen könnt, mit ihrer Hand im Klo rumzuwühlen. Und wenn sich auf der Speicherkarte von der PlayStation 2 noch ein Spielstand von Silent Hill 2 befindet, dann guckt sie anschließend direkt in die Kamera und fragt: Who would even think of doing something so disgusting? Ja, wer würde sowas wohl machen? Du, 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 du und ich natürlich auch. So, jetzt klären wir auch noch die wichtigsten Fragen im Toilettenbusiness. Was habt ihr schon so gegessen, was ihr in der Toilette gefunden habt? Okay, kleiner Scherz, wir wollen in Wirklichkeit was anderes wissen. Knüllen, falten oder wickeln? Und wie rum gehört eigentlich eine Toilettenpapierrolle aufgehangen? Papier nach vorne oder nach hinten? Aber Achtung, auf diese Frage gibt es wie bei Ananas auf Pizza nur eine wirklich richtig wahre Antwort. Und die wollen wir von euch in den Kommentaren sehen. Also, haut in die Tasten, lasst uns gerne noch ein Däumchen nach oben da und schaut euch direkt noch ein Nerd-Ranking an, Freunde. So, jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss auf Klo.